So sieht sie aus, die Boxengasse in diesem Moment. 0 Uhr und es regnet und regnet und will einfach nicht aufhören zu regnen. Herzlich willkommen. Wir melden uns ein weiteres Mal hier vom Nürburgring und eigentlich würden wir Ihnen natürlich gerne Action zeigen, live jetzt vom Ring, auch wenn es dunkel ist, zumindest hier in der Boxengasse. Die einzige Action, die läuft hinter mir in den Boxen gerade ab, aber an Fahren ist einfach nicht zu denken. Aquaplaning pur da draußen. Wie gesagt, es regnet einfach schon seit Stunden. Eine turbulente Anfangsphase haben wir hier erlebt. Natürlich mit dem tollen Auftaktprogramm Michael Schumacher im Formel-1-Boliden auf der Nordschleife. 200.000 Fans, die da noch bei trockenen Bedingungen an der Strecke standen und jubelten. Mittlerweile sieht das draußen bestimmt richtig grausam aus. Ja, ich habe es gesagt, tolle Startphase. Da war auch Alex Hofmann, unser MotoGP-Experte, mit unterwegs. Der hatte schon mächtig Probleme am Anfang und viele, viele mehr. Einer der großen Favoriten ist schon draußen, der Z4 des Schubert-Teams. Ja, da gab es eine ganz kuriose Kollision. Aber wir wollen jetzt alles für Sie zusammenfassen, was sich bisher hier ereignete. Ihr Kommentator ist Peter Kohl. Vor Beginn des Rennens in der Vorstartphase trockene Bedingungen. Das übliche Bild, das Starterfeld der ersten Startgruppe hat sich schon 90 Minuten vor dem Rennen aufgereiht und viele Menschen sind da unterwegs zwischen den Autos. Aber dann der Auftritt der Mercedes-Stars, Bernd Schneider, Michael Schumacher, der siebenmalige Formel-1-Weltmeister. Nico Rosberg ist mit dabei. Verschiedene AMG-Fahrzeugmodelle werden im Abstand voneinander auf die Strecke geschickt, sodass sie am Ende alle gemeinsam über die Ziellinie fahren sollen. Im Mittelpunkt natürlich der Auftritt von Michael Schumacher im Silberpfeil. Trockene Strecke, das ging ganz gut. Es ist zwar relativ kalt gewesen beim Herausbeschleunigen, immer wieder ausbrechendes Heck am Auto, aber Michael Schumacher wollte den Fans die Show bieten. Es ist der erste Auftritt eines Mercedes-Silberpfeil-Formel-1-Fahrzeugs seit 1954. Daniel Craig, der James-Bond-Darsteller, von Aston Martin eingeladen, an den Ring gekommen, mit historischen Fahrzeugen um den Ring gefahren, hat sich den Fans gezeigt zum 100-jährigen Jubiläum vom Aston Martin. Und ein Aston Martin in der ersten Startreihe, zweitschnellste Zeit im Zeittraining, rechts im Bild zu sehen mit der blau-gelben Bilstein-Lackierung. Und rechts daneben, das ist das Fahrzeug mit der Nummer 4. Frank Stippler hat die Pole-Zeit erzielt im Top 40 Qualifying am Samstag. Und er behält hier auch die Führung nach den ersten Kurven. Geballtes Teilnehmerfeld hier in der ersten Startgruppe. Viele GT3-Fahrzeuge, alle über 500 PS stark. Und es gibt gleich zu Beginn eine richtige Hatz. Die Nummer 2, das ist der Prosperia C-Abt Team Mamoro R8 mit Mamoro am Steuer. Christian Mamoro, der fährt hinter dem Mantai Porsche mit Marco Holzer. Und da hat es offensichtlich schon leichte Berührungen gegeben an der Fahrzeugfront. Und es wird sich herausstellen, dass dadurch ein Riesennachteil entsteht für die Startnummer 2. Das ist der Dern McLaren, das einzige Fahrzeug, das nicht einmal die erste Runde überstanden hat. Die Truppe versucht seit Jahren, diesen MP4-C12 ins Rollen zu bringen. Aber immer wieder werden sie von technischen Defekten eingebremst. Sie hören es am tackernden Geräusch. Die Frontlippe hängt runter am Mamoro-Fahrzeug an der Startnummer 2. Offensichtlich aufgrund der Berührung, die es mit dem Vordermann, mit dem Mantai Porsche gegeben hat, als Folge. Der Scirocco TDI mit Smudo unter anderem am Steuer, mit einem fulminanten Dreher in der Anfangsphase. Das Auto unterwegs in der Kategorie mit alternativen Antriebskonzepten. Immer wieder Einschläge, hektische Anfangsphase. Das ist der BMW mit der Startnummer 107, konnte später wieder repariert und ins Rennen zurückgeschickt werden. An der Spitze in der Anfangsphase das Pole-Fahrzeug mit der Besetzung Michael Ammermüller, Frank Stippler und den beiden Stuck-Brüdern Ferdinand und Johannes. Das ist der Rover Racing mit der Startnummer 23. Zu Beginn auf Position 14 mit Lance David Arnold, Alexander Roloff, Jan Seifert und Thomas Jäger. Aber die haben Platz für Platz in der Folge gut gemacht. Die Startgruppen 2 und 3 wurden dann auch ins Rennen geschickt. Relativ schnell die Vermischung der schnellsten mit den langsameren Fahrzeugen. Und es wurde wild überholt. Das übliche Bild beim 24-Stunden-Rennen. Insgesamt 175 Fahrzeuge, die sich qualifiziert haben. 172
wurden tatsächlich dann ins Rennen geschickt in unterschiedlichsten Kategorien. Sie sehen die beiden Audi vorne, denn die Nummer 1, das ist das Fahrzeug der Titelverteidiger, hat sich in der Anfangsphase gut nach vorne gearbeitet, von Platz 5 aus gestartet, jetzt auf Platz 2. Dahinter der Aston Martin mit der 007 auf der Fahrzeugseite. Dann ein Radaufhängungsbruch beim Black Falcon mit der Startnummer 10. Das Auto war unter den Top 3. Auch in der Anfangsphase und der Schreck für das Schubert-Team. Das Auto wurde aus dem Rennen genommen. Es gab einen Unfall. Uwe Alsen ist in eine Stelle mit vollem Tempo reingekommen, in der Doppelgelb geschwenkt wurden. Er ist von der Strecke abgekommen und der Schaden hat sich dann als irreparabel herausgestellt. Das ist die schnellste Frikadelle der Welt, lag zwischenzeitlich auf der 4. Position. Da gab es dann auch einen Dämpferbruch hinten links. Die Truppe rund um Sabine Schmitz hat eine Runde verloren. Immer wieder Führungswechsel zwischen dem Aston Martin und dem Pole-Fahrzeug. Die Titelverteidiger mit der Nummer 1 haben sich vorne mit eingespannt. Es ist ein Dreikampf vorne gewesen über viele Runden. Kurze Pause, gleich geht's hier weiter. Natürlich auch in diesem Jahr dabei beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring der Opel Manta. Volker Striezek, einer der vier Piloten, der ehemalige Opel Motorsport-Chef. Und das Auto fliegt immer noch richtig flott rund um den Kurs. Und der Fuchsschwanz ist natürlich absoluter Fanliebling. Das sind die Windschattenduelle auf der Döttinger Höhe. Die beiden Fahrzeuge, die um die Führungsposition ringen. Gelb-blau der Aston Martin Vantage mit der 007. Und rechts im Bild das Fahrzeug, das jetzt an zweiter Stelle liegt, das Pole-Fahrzeug. Auch Sven Hannawald ist mit dabei, der ehemalige Skisprung-Superstar. Der einzige, der im Rahmen der Vierschanzentournee alle vier Springen in einem Wettbewerb gewonnen hat. Anfang der 2000er Jahre hat sich ein Jahr lang vorbereitet auf diese Herausforderung. Ist mit Rover Racing hier beim 24-Stunden-Rennen unterwegs und er fährt auch richtig gut. Die Mark VDS BMW sind jetzt die Trümpfe im Rennen für die Truppe aus München. Das ist ein belgisches Einsatzteam und sie werden dann später im Regen richtig auftrumpfen. Das sind die üblichen Boxenstops. Das ist das Fahrzeug immer wieder im Bild. Ein vorzüglicher Auftritt und viele waren überrascht, wie stark der 007 wirklich ist. Für manchen Fan eine ermüdende Geschichte, denn die Temperaturen fielen zunehmend in den Keller und dann hat es auch richtig angefangen zu regnen. Und es ist das gewesen, was viele befürchtet haben. Schlagartig, schwere Regenschauer. Nahezu alle Fahrzeuge sind gleichzeitig in die Box abgebogen, um von Slicks auf Vollregenreifen zu wechseln. Und man kann sich vorstellen, bei über 170 Teilnehmern, was da in der Boxengasse los ist. Es teilen sich 5 bis 6 Teams eine Box. Und da ist natürlich ganz schön viel Rambule, Grande Casino. Da ist viel Verständnis untereinander auch notwendig, dass das dann alles auch so über die Runden gehen kann, ohne dass man sich gegenseitig auf den Füßen steht. In der ersten Regenphase sehr viel Wasser auf dem Asphalt, ist eine Umstellung für alle Piloten. Man muss sich erst einmal herantasten an die neuen Bedingungen. Der Aston Martin übernimmt die Führung. Aber die beiden Mantai Porsche direkt dahinter, in der Folge förmlich im Parallelflug. Das ist die Startnummer 18, liebevoll der Dicke genannt, mit Lieb, Dumas, Lur und Bernhard. Thibaut Bernhard, der das Rennen schon 5-mal gewonnen hat. Und da gehört auch die Startnummer 50 dazu. Die beiden in einer identischen Lackierung. Und auf der Startnummer 50, da sitzen Marco Holzer, Nick Tandy, Jörg Bergmeister und Richard Lietz. Da haben wir das Fahrzeug auf der 3. Position liegend. Die beiden also im Formationsflug um den Ring herum. Und in dieser Regenphase der Mark VDS BMW extrem stark. Man hat ESP zur Verfügung. Das ist eine elektronische Hilfe, die es nahezu unmöglich macht, den Wagen in einen Dreher zu schicken. Gerade bei diesen Bedingungen natürlich ein unschätzbarer Vorteil. Und dieser Mark VDS BMW, der ist teilweise 30, 40 Sekunden pro Runde schneller als die direkte Konkurrenz und arbeitet sich dementsprechend schnell nach vorne. Das ist der Aston Martin Rapid S. Dr. Beetz, der Chef von Aston Martin, ist auch mit dabei an Bord dieses Fahrzeuges. Natürlich 100-jähriges Jubiläum, deshalb auch die Startnummer 100 bei diesem Fahrzeug.
Und Sie sehen es, für die Fans wird es immer, immer schwieriger, Spaß an der Veranstaltung zu empfinden, denn landunter, richtig viel Wasser, die Kanalisation kann das in den Senken fast alles nicht mehr aufnehmen. Es ist sehr gefährlich zu fahren und es setzt sich immer mehr auch Nebel hier in die Eifellandschaft. Dann 22.46 Uhr, Red Flag, die Entscheidung der Rennleitung, es wird zu gefährlich. Alle Fahrzeuge werden in die Boxengasse gelotst. Und der Stand, der Wertungsstand von der Runde zuvor, ist der aktuelle Stand im Rennen. Bei dieser Veranstaltung, dem 24-Stunden-Rennen am Nürburgring, eine Rennunterbrechung oder Rennabbruch heißt keine Parkfermé-Bedingungen. Das heißt, es darf jetzt an den Autos gearbeitet und repariert werden. Das ist der aktuelle Stand der Dinge. Der Aston Martin mit der 007 auf den Türen liegt also in Führung. Turner, Mücke, Simonsen und Lamy. Und dahinter die beiden Mantai Porsche und der Mark VDS BMW hat sich vorgearbeitet auf die vierte Position von Startplatz 11 aus ins Rennen gegangen. Der Rowe SLS mit der Startnummer 22, Klaus Graf, Thomas Jäger, Jan Seifert und Nico Bastian auf der fünften Position. Das Titelverteidigerfahrzeug hat ein bisschen Pech gehabt, es gab eine Reparaturarbeit, dadurch wurden viele Plätze wieder abgegeben. Man war phasenweise ja schon in Führung. Nach Runde 24 hat die Titelverteidiger-Crew die Führung übernommen gehabt. Aber vom Titelverteidigerfahrzeug sind nur zwei Fahrer hier mit dabei, nämlich Frank Stippler und Markus Winkelhock. Mike Rockenfeller aus Brands Hatch dazugekommen, langjähriger Phoenix Racing-Fahrer. Hat sich sehr gefreut, dass das möglich war, durch die Vernetzung der beiden Termine, dass er hier auch mitfahren kann. Das ist die weitere Reihenfolge, aber hier wird noch einiges passieren in diesem Rennen, das letztendlich ein zweiteiliges Rennen sein wird, denn man kann die Autos dann mit dem jetzigen aktuellen Stand nicht mit dem Abstand dem jeweiligen wieder auf die Piste zurückschicken. Es wird einen Restart dann hoffentlich irgendwann geben und dann werden die zwei Rennzeiten miteinander addiert und daraus ergibt sich dann das endgültige Rennergebnis. Klingt ein bisschen kompliziert, aber ich hoffe, wir kriegen das dann alles auch soweit erklärt, wenn es dann weitergeht. Sie sehen die weitere Reihenfolge eingeblendet. Es hat natürlich auch schon einige Ausfälle gegeben bei der Timboli Racing Porsche. Beide tauglich für die Top 10 am Ende des Weges, sind nicht mehr mit dabei. Der eine ist schon ausgefallen nach der zweiten Qualifikation, nach einem schweren Unfall von Christopher Brück. Und der zweite Timboli Porsche heute im Bereich Fuchsröhre ebenfalls nach einem kapitalen Unfall nicht mehr einsatzfähig. Haben hier schon einige federn lassen müssen. Kein Wunder bei diesen extrem schwierigen Bedingungen. Es ist lausig kalt draußen und wir dürfen gespannt sein, wie sich die Wetterlage weiterhin entwickelt. Vor allem das Thema Nebel bei der großen Feuchtigkeit wird uns sicherlich noch eine ganze Weile beschäftigen. Der Regen hat so ein bisschen nachgelassen, habe ich den Eindruck, aber es regnet nach wie vor. Das heißt, es ist nicht abzusehen, wann das Rennen hier fortgesetzt wird. Die Rennleitung wird in gleichmäßigen Abständen immer wieder ein Streckensicherungsfahrzeug um den Kurs herum schicken. Man wird versuchen, diese Bedingungen, die dann aktuell herrschen, richtig einzuschätzen. Und dann gibt es mit einer zweistündigen Vorwarnung an die Teams den Restart hier beim 41. ADAC Zürich 24-Stunden-Rennen. Und wir sind dann mal gespannt, wie viel Zeit dann noch übrig bleibt für die ursprüngliche 24-Stunden-Distanz. Denn die Uhr läuft weiter. Abgewinkt wird das Rennen morgen um 17 Uhr wie geplant. Das ist der aktuelle Stand der Dinge. Es gibt also hier seit 22.46 Uhr kein Racing mehr auf der Nürburgring-Nordschleife. Es ist eine herausfordernde Rennstrecke mit ganz besonderen Anforderungen, mit einem normalen Rennkurs nicht zu vergleichen. Und wenn die Bedingungen dann so sind, wie sie sich hier jetzt entwickelt haben, ist Rennenfahren mit GT3-Fahrzeugen schlicht und ergreifend nicht mehr möglich. Die Risiken sind viel, viel zu groß. Das bedeutet für die Rennfahrer erst einmal eine nächtliche Pause. Alle können sich gut erholen, können die Batterien wieder aufladen, können erst einmal ein bisschen Ruhe tanken. Und dann heißt es Ohren auf und aufgepasst, wann der Rückruf erfolgt. Und dann kann man sich langsam wieder in den Rennmodus hineinbegeben. Also damit haben wir alle eine relativ entspannte Nacht vor uns. Und ich hoffe, dass wir dann morgen früh, wenn wir um 7 Uhr uns wieder zurückmelden, auch wieder Renn-Action zeigen können. Die Uhr läuft weiter, Sie sehen es rechts oben im Bild. Kurze Pause und dann gibt es nochmal ein paar frische Bilder und dann wollen wir uns auch noch mit dem Rennleiter unterhalten, der uns dann nochmal ganz exakt das weitere Prozedere hier schildern wird.
Das sind aktuelle Bilder also von der Nürburgring Nordschleife. Es wird hier nicht gefahren im Rahmen des 24-Stunden-Rennens, weil die Wetterbedingungen es momentan einfach nicht zulassen. Das sind Bilder aus Brands Hatch, die drei DTM-Fahrer, Auguste Farfus, Mike Rockenfeller, der das Rennen gewonnen hat, und Martin Tomczyk, der gestern kurz mal auf der Pole stand, aber dann ein paar Gramm Untergewicht wurde ganz ans Ende des Feldes gesetzt und da gab es natürlich keine Chance mehr, weit nach vorne zu fahren. Die drei wurden eingeflogen für ihre Teams, damit sie auch am 24-Stunden-Rennen teilnehmen konnten. Kurze Verschnaufspause nach den Aufregungen in England auf der Insel. Da herrschten gute Wetterbedingungen, trotz anderweitiger Vorhersagen, und dann ging es Richtung Nürburgring, die Landung noch bei trockenen Bedingungen, dann der Schreck für Auguste Farfus, der kam nämlich gar nicht mehr zum Einsatz, weil das Auto, auf dem er eingesetzt werden sollte von BMW-Team Schubert, dieses Auto war bereits in die Box geschoben und ist nicht mehr rennfähig. So, und jetzt wollen wir mal runtergeben zu Erik Engesser, der hat Walter Hornung bei sich, den Rennleiter, und der wird uns mal erklären, wie das Ganze hier weitergeht. So ist es, Peter. Die Frage gebe ich natürlich direkt weiter an den Rennleiter Walter Hornung. Ist es denn schon abzuschätzen, wann es hier weitergehen könnte? Nein, leider noch nicht. Also ich bin jetzt in den letzten halben Stunden, habe ich zwei Runden gefahren und habe mir den Zustand der Strecke angeschaut. Und im Moment wird es auch schlimmer noch. Also es kommt jetzt auch ein bisschen Nebel dabei. Wir haben abgebrochen wegen dem Starkregen, der war da. Und die Gicht der Fahrzeuge hat es nicht mehr zugelassen, dass die Fahrzeuge und die Teilnehmer die Posten nicht mehr gesehen haben. Darum mussten wir dann leider abbrechen. Und ich habe auch das Feedback schon von vielen Teams, dass es eine gute und richtige Entscheidung war. Okay, aber im Moment ist nicht dran zu denken, dass wir weitermachen können. Ganz im Gegenteil, es wirkt sogar so, als wenn der Regen in diesem Augenblick wieder stärker würde. Wie wird denn das Prozedere sein, wenn wieder gefahren werden kann? Ja, wir sind schon dabei, die Startvorbereitung. Wir werden wieder drei Startgruppen einteilen. Wir werden dann wieder ins Grid fahren und wir werden dann auch wieder eine Einführungsrunde fahren und dann wird der Start erfolgen. Also ähnlich, nicht ganz so genau, aber ähnlich, wie wir das heute Nachmittag um 17 Uhr gemacht haben. Werden die Rennen dann addiert oder wie genau ist das dann? Ja, die Uhrzeit läuft ja weiter. So, es gibt jetzt für alle Teams eine Rundenzeit, die vielleicht 2, 3 oder 4 Stunden dauert und dann geht es ganz normal weiter. Gut, dann freuen wir uns und hoffen, dass es bald wieder weitergeht. Vielen Dank für diese Auskünfte. Danke. Ja, sehr verehrte Zuschauer, natürlich hätten wir Ihnen gerne auch zu später Stunde noch ein paar fahrende Impressionen geliefert, aber das ist aus besagten Gründen nicht möglich. Wir haben es gehört, einfach die Gischt ist zu stark, dazu auch noch Nebel. Wir hoffen natürlich morgen ab 7 Uhr, wenn wir wieder live für Sie da sind, dass dann die Autos hier wieder über die Nordschleife donnern. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine gute Nacht und sagen bis morgen früh um 7. Tschüss.